Willkommen bei Tom's Talk Mystery. Heute mal ein kleines Brainstorming und da seid auch ihr gefragt. Und zwar das Thema ist reale Hunde und Geister. Was mir vor ein paar Wochen so in den Sinn kam, weil ich in einer Facebook-Gruppe bezüglich Hunde-Geister mich am Austauschen war, ist eben diese Thematik, wie reagieren Hunde bei Geistern, beziehungsweise müssen Hunde bei Geistern reagieren. Also, unsere Bella verhielt sich auf den bisherigen paranormalen Untersuchungen recht relaxed und wurde allenfalls dann nervös aufgeregt, wenn sich unser Team verteilte. Hängt aber auch damit zusammen, dass ihre Herde nicht immer zusammenstand. Sie hat einen Hütehund-Gen bei sich in der Mischung und dieses kommt dann zutage. Wir waren mal mit ihr auf einer Location, die von einem anderen Team als regelrechter Hotspot dargestellt wurde. Bella war total relaxed und zeigte keinerlei Verhaltensauffälligkeiten, die auch nur ansatzweise auf die Anwesenheit von Geistern hindeuten würden. Sie ist vom Ansatz her schon eine ängstliche Hündin und hält sich auch sehr viel bei denen auf, zu denen sie sehr großes Vertrauen hat. Aber dafür hält sie sich dann auch überaus chillig und ruhig, eben im vertrauten Sicherheitsbereich. Es gibt ja die These, dass auffälliges Verhalten von Hunden und Katzen ein Hinweis auf die Anwesenheit von Geistern sein soll. Dies wird auch immer so geäußert. Ist mir persönlich zu pauschal gehalten. Denn meiner Meinung nach muss man, wenn man dann auch das Alter, unter anderem Lebenserfahrungen, den Charakter, die Grundmentalität, Vertrauensverhältnis Tier-Mensch berücksichtigen und ob es sich um ein ruhiges oder aufgedrehtes Tier handelt. Zum Beispiel in Bezug auf Eigenschaften der Rassen. Hier zum Beispiel Terrier versus Bernhardiner. Aber zurück zu unserer Bella und welche Gedanken ich gerade beim Brainstorming für ein neues Thema hatte. Könnte es nicht auch wichtig sein, beziehungsweise müsste man nicht auch bei der Aufstellung der These berücksichtigen, ob ein Hund, Katze nicht von Kindheit an mit Geistern aufwuchs? Ich gebe zu, die folgende Idee, Überlegung ist ein wenig abstrus, aber es ist eine Überlegung wert. Unsere Bella ist eine ehemalige rumänische Straßenhündin und wurde aus einem überaus überfüllten Tierheim in Rumänien gerettet. Bekanntlich werden in Rumänien, Ungarn, Griechenland, Spanien und so weiter regelmäßig über Tötungsstationen Hunde und Katzen umgebracht. Gerade Hunde leben oftmals in Rudeln zusammen und werden mittels unsensiblen Tierfängern in die Tierheime verbracht, um sie dann später zu den Tötungsstationen zu bringen. Teilweise werden die Hunde auch direkt nach dem Einfangen auf einem LKW regelrecht geschreddert. Ich meine, es war gerade zuletzt im Vorfeld der letzten Fußball-EM beziehungsweise auch des letzten Eurovision Song Contests der Fall, dass es mehrfach Berichte auch gab, wo die Tiere wirklich nach dem Einfangen direkt auf dem LKW geschmissen und da, ja, wie die überflüssigen männlichen Küken geschreddert wurden. Ein sehr trauriger Gedanke. Und darüber schreibe ich zum Beispiel auch auf meinem privaten Blog, den ich auch mal hier unten drunter in der Videobeschreibung mit verlinken werde. Zurück aber nun zum eigentlichen Thema. Wenn man davon ausgeht und den Menschen nicht als alleinigen Inhaber einer Seele ansieht, sondern dass unter anderem auch Hunde und Katzen eine Seele besitzen, gibt auch Berichte über Sichtungen und wir selber haben zu Hause unsere eigenen Erfahrungen in diesem Bezug gemacht, dann könnte es doch womöglich auch möglich sein, dass die Seelen der getöteten und in den überfüllten Tierheimen verstorbenen Hunde sich auch weiterhin in den Tierheimen bei ihren Freunden aus dem gleichen Rudel Artgenossen aufhalten. Hier ziehe ich Parallelen zu den Thesen bezüglich des Verhaltens der menschlichen Seele von Verstorbenen, dem Aufenthalt am Ort des Mordes, Todes oder wo man sich gerne aufhielt, zum Beispiel Familie bzw. die auch hin und wieder besucht. Warum sollte dies nur eine privilegierte Eigenschaft sein, die der menschlichen Seele zugesprochen wird? Um nun aber die Kurve zu bekommen. Angenommen, meine Annahme stimmt und die Seele der verstorbenen Hunde halten sich auch weiterhin im Tierheim oder bei ihrem Rudel auf, dann könnte dies doch dazu führen, dass die lebenden Artgenossen beim Erkennen ihrer Kumpel ein normales, vertrauensvolles, aber dennoch trauendes Verhalten an den Tag legen würden. Hierüber würden sie aber schon die Erfahrung mit Geistern machen. Demzufolge könnte doch dann die Möglichkeit bestehen, dass gerade Tiere aus solchen Verhältnissen mit solchen Erfahrungen eben anders reagieren als andere Hunde. Dies könnte eventuell erklären, warum Bella äußerst chillig reagiert, egal ob Besuch da ist oder nicht. Aber noch ein anderer weiterführender Gedanke.
Man darf auch die These nicht außer Acht lassen, dass sich Geister immer und überall aufhalten, und wenn man dann davon ausgeht, dass Hunde eben auch Geister wahrnehmen können, dann ist es für sie doch per se etwas Normales. Und wenn es für sie etwas Normales ist, dann müssen sie nicht zwangsläufig anschlagen. Es hängt auch immer mit der Hunderasse zusammen, wie oben bereits angedeutet, der Jagdinstinkt. Denn gerade auch Hunderassen, die einen Jagdinstinkt haben, zum Beispiel Terrier, da kann doch gar nicht mit Gewissheit gesagt werden, dass sie nun einen Geist wahrnehmen, da sie ja auch auf kleine Tiere reagieren würden. Wir waren beispielsweise gestern in unserer sogenannten Stammlocation in Köln, dem Fort 9, und wir haben dort zum Beispiel einen Igel und eine Maus getroffen. Ein Jagdhund hätte da bestimmt angeschlagen und den großen Terz gemacht. Und wenn man dann nicht vielleicht die Maus bzw. den Igel gesehen hätte, dann könnte man ja aufgrund der herrschenden Meinung vielleicht der Vorstellung erliegen, dass da vielleicht ein Geist gewesen ist. Oder? Nun aber ist eure Meinung gefragt. Schreibt sie mir in den Kommentare und wie immer bleibt freundlich, denn ich muss mittlerweile auch gewisse Kommentare löschen, wo ich beleidigt werde. Und ja, es ist nicht immer sehr schön, was man da so zu lesen bekommt. Manche lasse ich durchgehen, bei manchen denke ich mir, das sind einfach nur irgendwelche Trolle, die da mal sich die Energie aufwenden, um andere einfach mal so was von Latz zu knallen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich auf eure Meinungen. Euer Tom.